Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Jürgen Lauber und ich mache hier ein paar Bemerkungen, ein paar persönliche Erläuterungen zum Aufwachen Podcast 253 und der hatte den Titel Mägelrampe. In diesem Podcast ging es darum, wie Medienwirkung sich konkret auswirkt und da ging es das erste Mal wirklich eine Verbindung zwischen schlimmer Armut, mehr soziale Angst und wirtschaftliche Not für Millionen und der Macht der Medien, beziehungsweise eben der Ohnmacht der Medien gegenüber den Mächtigen. Bis Erscheinen meines Buches Bauwesen, Bauernwesen, warum geht Bauen in Deutschland schief? Im Juli 2014 hatte ich einen festen Glauben an die deutschen Presse als starkes, funktionierende, fette Macht im Staat. Ich hatte 25 Jahre lang ein Abo von der Zeit und das hat mir das Gefühl vermittelt, die Presse in Deutschland ist gut, da ist stark, macht ihre Sache gegenüber den Mächtigen gut. Und genau in diesem Vertrauen auf den deutschen kritischen Journalismus hatte ich meinen CEO-Job im März 2014 in den Nagel gehängt, um auf der Grundlage eines aufrüttelnden Buches in Deutschland längst überfällige Veränderungen im staatlich reglementierten Bauwesen anzustoßen. Ich wollte etwas zum Positiven verändern und etwas als in diesem Sabbatical-Jahr an Deutschland zurückgeben, was ich eben sehr viel verdanke. Ich war mir sicher, dass es Veränderungen geben wird, wenn die Presse verstanden hat, was es beim Bauen in Deutschland so auf sich hat und was denn wirklich schief geht. Ich vertraute auf die Macht der Medien. Mit der kritischen Presse im Rücken müssten die Regierenden doch bereit sein, mit diesem furchtbaren Misswirtschaft im Bauwesen, mit astronomisch steigenden Baukosten und dramatischer Verschlechterung der Bauqualität Schluss zu machen. Das war alles eine Illusion. Die Macht der Medien entfaltete sich einfach nicht. Ich suchte den Fehler bei mir, bei meinem Buch, bei meiner Webseite bauwesen.co. Ich verstärkte meine Anstrengungen, diese Medien für mich zu gewinnen. Und ja, mit der medialen Berichterstattung bei der Elbphilharmonie-Eröffnung im Januar 2017 dämmerte es mir, dass seriöse und substanzielle Regierungskritik in den deutschen Leitmedien einfach keinen Platz hat. Man gehört nicht dazu, wenn man Regierungskritik äußert. Wenn man seine wirtschaftliche Zukunft und die seiner Mitarbeiter nicht gefährden möchte, hält man lieber still. Und wenn die Chefs die Macht ihrer Medien nicht im Sinne ihrer Kunden, ihrer Beitragszahler einsetzen, hat das natürlich Folgen. Die Folgen von relevanter öffentlicher Regierungskritik führt beim Bauen dazu, dass das Bauen unnötig teuer wird, dass Deutschland zerfällt, und zwar sichtbar. Und das lässt sich als Medienverantwortlicher noch gut ignorieren oder verdrängen. Beim Aufwachen-Podcast 253 wurde nun eine Verbindung von dieser medialen Steuerberichterstattung, diese Mägelrampe, mit Armut und sozialer Not bzw. Abstiegsangst hergestellt. Und das wird wie in diesem Podcast wirklich sehr deutlich. Würden diese Mächtigen, diese Medienelite der Regierenden nicht zu nahe stehen, wäre die Not von Millionen von Menschen der Unterschicht geringer. Ohne willfährige Obrigkeitsberichterstattung ginge es den Armen und Hilfsbedürftigen besser. Die Macht der Medien für Kritik an den Regierenden richtig eingesetzt, würde Deutschland besser machen. Und eigentlich niemand ärmer. Millionenfach unnötige Not und Existenzängste sind eine Dimension von negativer Medienwirkung, die weit schlimmer ist, wie die beim Thema Bauen. Also jeder Medienverantwortliche sollte sich zumindest für das Versagen seines Metiers schämen, wenn er auch schon nichts macht. Sie haben die Glaubwürdigkeit der freien Presse massiv geschadet. Und wem sollen denn die Bürger in Zukunft vertrauen? Im Ausland wird kritische Presse von den Regierenden mit Freiheitsentzug bedroht. Und dennoch gibt es eine kritische Presse und sie ist sogar sichtbar. In Deutschland gibt es im öffentlichen Diskurs keine regierungskritische Presse jenseits von zwei, drei Satire-Sendungen. Und warum ist das so? Weil die Regierung die Presse korrumpiert hat. An regierungskritischen Journalisten mit exzellenter Ausbildung und Leidenschaft mangelt es nicht.
aber es mangelt an Stellen für sie. Und wo es die Stellen gibt, finden sie bis auf ganz wenige Ausnahmen keinen großen medialen Raum, um wirken zu können. Die große staatstragende Nähe von Medien und Politikeliten in Berlin ist die Erklärung. Dazu kommt noch eine hohe wirtschaftliche Abhängigkeit von den Regierenden in Bund und Ländern. Denn die entscheiden über 8 Milliarden Euro Zwangsbeitrag, über die Verteilung, wer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk welches Geld bekommt. Und dieser Rundfunk setzt natürlich die Macht, ihre Medienmacht, eher ein im Sinne der Regierenden als im Sinne der Beitragszahler. Das ist eigentlich gegen den Rundfunkstaatsvertrag. Und mit dieser Mägelrampe, die wir jetzt haben beim Podcast 253 und der Berichterstattung zum staatlichen Bauernwesen die letzten 3 Jahre, haben wir genug Material, um eigentlich einen Verfassungsbruch zu belegen. Fehlt uns noch ein bisschen Kohle, aber da arbeiten wir dran und dann gehen wir auf Berlin und schauen mal, ob sich das hält, dieses System, oder nicht. Bleiben Sie dabei!